Wir haben gleich gesagt, am Anfang meiner Beiratszeit, nicht, wir wollen was lernen. Wir wollen nicht nur abfragen. Das Haus hat das gemocht. Dass der Beirat war nicht nur dazu da, um zu bewerten, sondern der Beirat war da zu lernen. Ja. Ich war da ja erst im Beirat und nicht Vorsitzender, nicht? Und das war immer ein bisschen steif. Auch schon, wie sie saßen. Man saß im Karree und auf der einen Seite saßen die Prüfer und auf der anderen Seite saßen die Kandidaten. Das habe ich alles ohne gemacht. Nicht? Wir sitzen im Kreis und es wird diskutiert. Ja. Das ist relativ amerikanisch. Ja. Aber sozusagen rumzusitzen und Berichte zu hören über wie viel Geld ausgegeben wird, dafür ist mein Leben zu kurz. Gleich nach dem Abitur bin ich, mir war Hamburg, wo ich war, sehr eng. Ich wollte raus, also ich konnte nicht atmen. Und ja, ich wäre wohl ein sehr ordentlicher, braver deutscher Jurist geworden. Aber das hat sich, Amerika hat das anders gemacht. Also. Wenn wir schon bei deutsch-amerikanisch sind, was ist denn deutsch am WZB oder wie deutsch ist das Haus? Sehr deutsch. In Amerika wären alle Türen offen. Hier sind ungefähr die Hälfte der Türen offen. Ja. Die Struktur ist bürokratisch, hierarchisch. Es ist eine deutsche Kultur. Der Staat kommt zweimal im Jahr und guckt nach, Vater Staat, ja. Es ist eine öffentliche Einrichtung, die ihre Mission sehr ernst nimmt, nicht? Und also vieles gut dabei, aber es ist sehr, sehr staatlich bürokratisch organisiert. Wir sitzen hier in was immer das war, das Reichs- oder irgendwas Gebäude. Die Öffnung nach Osten ist nicht gelungen und es ist immer ein Lippenbekenntnis gewesen, nie mehr. Warum nicht mit der Central European University koordinieren? Warum nicht mit den Akademien in Warschau? Warschau und Berlin ist eine Stunde, anderthalb Stunden mit dem Zug. Das ist eine andere Welt. Oxford, Berkeley, Sydney. Ja. Also ganz OECD-orientiert. Das ist tief in dem DNA der Institution. Hat viel mit der Mission von den 70er Jahren zu tun. International vergleichende Forschung. Und das war damals West-OECD. Und das hat sich nicht verschoben. Meine größte Enttäuschung im Hause. Wie hat sich das WZB denn in Ihren Augen verändert über die Jahrzehnte, die Sie es kennen und begleitet haben? Ja, es hat sich also in den ersten 30 Jahren überhaupt nicht verändert. Das war von den 70er bis Ende der 90er Jahre eine Feudalstruktur, wo diese Forschungsdirektoren saßen in ihren Abteilungen, waren Papst. Aber es passierte zwischen den Abteilungen nichts. Und das war nicht anders als jetzt in den Universitäten, weil die Wirtschaftswissenschaften an keinem Gespräch Interesse hatten. Und das war unglaublich profundiert, diese Silo-Mentalität in diesem Hause, hat die Präsidenten verrückt gemacht. Und die Direktoren, nicht nur die Wirtschaftswissenschaftler, haben gesagt, lass uns alleine, wir sollen hier Spitzenforschung machen. Das hat sich in den letzten 15 Jahren verschoben und das fing mit der Präsidentschaft Kocker an. Die meisten Leute in den 70er Jahren sagten, wir wollen, viele tun es heute noch nicht sagen, wir wollen eine bestimmte theoretische Orientierung, Luhmann-Systemtheorie oder Habermas oder was immer, auf die Welt anwenden. Hier ist unser Hammer und gib uns mal irgendwelche Nägel und der eine Hammer wird eben eingebracht. So war das in den deutschen Universitäten. Die Formulierung nicht von der Theorie oder der Epistemologie oder Ontologie, sondern vom Problem zu kommen, war radikal different. Der schönste Platz für mich ist, wenn ich hier ankomme und auf den zweiten Stock steige, das ist die Plakette von Karl Deutsch. Das war mein Doktorvater. Deutsch war ein brillanter Wissenschaftler, der dem Hause internationales Renommee gab in den 70er Jahren. Für ihn war Vergleich und international integriert intellektuell. Das haben die Leute hier im Hause nicht verstanden. Und in gewisser Weise war er ein Schmetterling fürs Haus. Hat nicht tief integriert in das Haus. Aber Schmetterlinge sind wichtig. Sie geben Anreiz und auch ein bisschen Neid. Leute mögen Schmetterlinge nicht. Deutsch war ein sehr schöner Schmetterling.